Testspiel, ein neues Trikot und ein neuer Trainer bei den Clubdamen. Beim 1. FC Nürnberg ist so einiges los. Die Spielvereinigung ist zurück aus dem Trainingslager und ein ehemaliger Boxweltmeister geht in Franken seinen Weg. Das alles jetzt in der Toto-Sportkabine. Und wir starten heute mit Boxen und da freue ich mich auf meinen Studiogast Christian Krstačić. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ehemaliger Boxweltmeister. Also ich muss mich heute ein bisschen zusammenreißen mit meinen Aussagen. Christian, ich habe als Überschrift geschrieben, ein Leben für und mit dem Boxsport. Wie wichtig ist dieser Sport für dich? Lebenswichtig. Also es hat mich aufgerampelt, Kraft gegeben. Man muss dafür leben und ich liebe es auch. Also das ist eine Leidenschaft, die auch manchmal Leidenschaft, weil man muss viel trainieren, viel einstecken. Aktuell bist du in der Vorbereitung auf den letzten Kampf der Karriere. Ein bisschen Wehmut auch mit dabei? Was ist Wehmut? Traurig, man will ja nicht aufhören, aber ich habe lang genug geboxt. Und ich denke mal Ende des Jahres, wenn alles gut läuft, Abschiedskampf ist noch drin. Gibt es ein großes Event? Wie ist es im Sommer? Ihr seid meistens in der Halle oder im Ring. Muss man bei den Temperaturen auch ein bisschen langsamer, kann man nicht machen, aber muss man das Training anpassen? Du bist ja auch Trainer selber. Genau, naja, im Sommer ist es ein bisschen immer schwieriger. Aber jetzt als Profi, wir sind da anders. Ob kalt, warm, das Training muss laufen, muss immer auf Hochtouren laufen. Also das, bei mir macht es nichts aus. Also. Jetzt ist die Frage, mit 42 noch aktiv, warum? Ich bin ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. Topfit, ehrlich. Topfit. Ich könnte locker noch 4-5 Jahre boxen. Aber wirklich. Dann auch keine Lust mehr? Oder sagst du, irgendwann ist genug? Lust schon. Aber man sagt sich, 42, ich will jetzt nicht sagen, irgendwann mit 50 noch zu boxen. Kann ich schon, meine ich. Aber ich habe jetzt das Studio aufgemacht. Viel Arbeit ist auch anstrengend, die Leute zu trainieren. Und ich meine, die junge Leute jetzt ein bisschen zu motivieren, dass die weiterkommen. Dafür braucht man auch viel Kraft. Und dann würde mein Training leidet er darunter. Stimmt, da kann man nicht mehr 100% geben. Christian, wir sprechen gleich weiter auch über die tollen Aktionen, die du mit Kindern vorhast. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen. Mein Kollege, der Florian Fraunholz, war ja bei dir vor Ort. Ihr habt zusammen trainiert, aber der Fokus ist natürlich jetzt auf Christian und den Rick. 1,88 Meter groß, geboren in Nürnberg und zu Hause im Boxring. Christian Krstačić steht seit rund 25 Jahren im Ring. Seine ersten sportlichen Schritte hat er aber auf anderem Terrain gemacht. Ich habe Sport geliebt. Ich habe angefangen mit Tanzen. Das habe ich gemacht bis 14 Jahre, 13, 14. Dann kam ich Taekwondo, das war mir zu soft. Dann Kickboxen, naja, und dann kam ich durch meinen Trainer, also Amateurtrainer, der hat zu mir gesagt, ich sollte mal Boxen anfangen. Ich wollte aber Kickboxen, habe ich mich verletzt am Knie, am Bein. Und dann habe ich halt angefangen zu boxen ein bisschen. Und dann ging es schnell, irgendwie ein paar Kämpfe. Doch die Karriere des Sportlers verlief nicht immer nach Plan. 2008 hatte der Deutsch-Kroate einen Motorradunfall, danach war sein Knie ein Totalschaden. Nach 3 Monaten im Rollstuhl und einer einjährigen Reha kämpfte sich der Boxer aber zurück. Teil meines Lebens. Ich liebe es. Man muss es lieben. Ich habe immer vom Boxen geträumt. Ich habe nicht nur trainiert, sondern ich habe es geliebt, im Training zu sein. Ich wollte mich verbessern, ich wollte immer weiterkommen. 2010 gibt Krstačić sein Profidebüt. 8 Jahre und 16 Kämpfe später wird der Boxer Schwergewichtsweltmeister des Verbandes WBU. In 20 Profikämpfen konnte er 18 Siege einfahren. Boxen ist für ihn eine vielseitige Sportart. Boxen ist so ein Ganzsportart. Sprich, ich tue Schwimmen, ich tue Laufen, ich tue Krafttraining machen. Also das ist ein All-in-One-Training. Also, und es hat mich immer fasziniert, weil man will sich messen, man will sich mit den Besten messen. Aktuell trainiert der 42-Jährige für seinen letzten Kampf. Dann trainiere ich auch zweimal am Tag, sprich einmal Kraft- und Ausdauertraining, dann am Abend Technik, dann Pratzentraining und dann, wenn alles passt, dann gehen wir zur anderen Phase, Sparringsphase. Krstačić war Boxprofi in den USA. Dort konnte er von seinem Sport leben, anders ist es in Deutschland. Ja, es gibt schon gute Leute, aber hier wird man viel zurückgehalten, also man muss mehr riskieren, finde ich. Und natürlich Sponsoren, das ist immer eine große Sache beim Sport gewesen, weil die Boxer leben von Sponsoren. Auch nach seiner Karriere bleibt Krstačić dem Boxen treu. In seinem Studio in Fürth gibt der Ex-WBU-Weltmeister Kurse für Jung und Alt. Boxen wird für ihn also immer ein Teil seines Lebens bleiben.
Ja, und wir wollen drüber reden. Da waren ein paar interessante Fakten drin. Du hast angefangen mit Tanzen. Mhm. Kommt es dir zugute oder einem Boxer auch zugute? Weil im Boxring, da tänzelt man ja auch. Ist das was? Also hat mir sehr geholfen. Also die Reflexe, die Bewegung vom Tanzen. Du bist nicht getroffen, immer in Bewegung. Du musst ja beim Boxen immer in Bewegung sein praktisch. Also das Tanzen hat mir sehr geholfen. Weil da würde man ja nicht gleich auf Kampfsportarten kommen. Taekwondo war dir zu soft. Du hast gesagt, du brauchst den körperlichen Thrill. Ja. Es ist jetzt keine Beleidigung über Taekwondo. Es ist schon ein schöner Sport, um Gottes Willen. Aber halt nicht um meins, weil mit den Beinen und dann der. Ich weiß es nicht. Ich brauche mehr so Vollkontakt und ja. Was braucht ein richtig guter Boxer? Naja, das Ganze nach oben. Natürlich braucht er Talent und einen sehr, sehr starken Willen. Ohne Wille. Weil es gibt ja Höhen und Tiefen im Boxen. Verletzungen, keine Sponsoren, kein Weg. Oh nein, es klappt nicht. Nicht aufgeben, weiter nur ein Wille, dann geht's weiter. Und Disziplin, Entbehrungen, wenn wir andere vielleicht zum Feiern gehen, gehst du ja, zum Training? Ja, nee, genau, das war das Fall. Früher freuen wir mich, ey, geh mal fort, geh mal da, ich muss ins Training. Weil einmal feiern ist eine ganze Woche Training, futsch. Ich muss kämpfen am Wochenende gehen, feiern. Ich muss mich ausruhen, Training, Schwimmbad, ich muss trainieren bei 35 Grad, gehen ins Schwimmbad. Das muss man in Kauf nehmen. Man muss sagen, das zahlt sich dann aus, wenn man dann Weltmeister ist. Aber es war nicht gleich so, dass du als Weltmeister gestartet bist. Ist ein steiniger Weg, wenn du deine Karriere kurz mal durchleuchtest. Wie war es so am Anfang, bis du dann Weltmeister wurdest? Ein langer Weg. Ich habe als Amateur angefangen. Da war mein Ziel natürlich, hey, super, ich will erst mal einen Kampf gewinnen. Ne? Kampf gewonnen. Zum Vorteil. Genau. Oh, super, ging schnell. Weiter geht's. Und dann natürlich mein nächstes Ziel, Frankenmeister. Wow, geschafft. Wow, super. Nächstes Ziel, Bayerischer Meister. Wow, geschafft, ab in die Bundesliga. Gleich messen mit dem besten Beispiel. Hat geklappt, natürlich dann, wenn wir ins Profilager wechseln. Und dann gleich das Spiel von vorne. Kampf erst einmal gewinnen. Dann natürlich deutsche Meisterschaft gewinnen. Dann internationale Kämpfe gewinnen, Europameister, international. Und dann geht's nach oben. Also das ist nicht so, ich will gleich Weltmeister. Man sollte klein anfangen und es sicher machen. Also Step by Step. Man muss sich immer wieder neu beweisen. Genau. Wie du dann in Amerika warst, hat man im Beitrag auch gehört. Das ist dann ein ganz anderes Leben, muss ich mir vorstellen. Da kannst du ein paar Geschichten auspacken. Ja, gerne. Also Amerika, das ist immer erst mal ganz anders. Ich meine, da hilft dir keiner, da gibt es kein Langsam oder ey, irgendwas. Nein, entweder du haust richtig drauf. Also ich habe gleich mit dem Amerikanischen in Las Vegas Sparring gemacht. Ich bin gekommen, es war August, glaube ich, 14 Stunden geflogen. Ich war Jetlag noch kaputt, aber interessiert kein Menschen. 50 Grad, wirklich ununtertrieben 50 Grad. Das ist der Wahnsinn, du verbrennst. Ich habe mich umgezogen, ich war gleich pitschnass. Mhm. Und jetzt musst du da 6 bis 8 Runden Sparring machen mit einem amerikanischen Meister. Also das war pff. Aber da gibt es keinen Jammern, interessiert niemanden. Entweder oder, wenn nicht, ciao. Man schafft es oder man schafft es eben nicht. Du hast auch die ganz Großen kennengelernt. Bleiben da Freundschaften bei den Boxern? Klar, klar. Also super Leute auch in Amerika. David Benavidez, WBC-Weltmeister, sehr gut. Wir haben zusammen gewohnt, zusammen trainiert, Trainingslager zusammen. Wir haben noch immer sehr großen Kontakt. Damian Lillard von der NBA auch gut. Wir haben zusammen trainiert, also viele andere noch. Klar, klar. Aber immer wieder nach Nürnberg oder nach Franken zurückgekommen, weil es die Heimat ist? Ja. Ich bin hier groß geworden, hier bin ich geboren. Also da kommt man immer wieder gerne zurück. Gibt es, Christian, andere Sportarten, die du auch machst? Wir sitzen ja hier in der Kabine, da gibt es viele Sportarten. Ja klar, ich sehe es. Basketball spiele ich gerne, also wenn ich Zeit habe natürlich. Jetzt allerdings ein paar Jahre Golf. Oha. Aber auch in Grenzen, weil ich nicht so viel Zeit habe, durch das Training und alles. Kannst du dein Handicap verraten? Oder? Noch nicht. Klar, am Anfang. Okay. Ist auch noch Steigerungspotenzial. Ja, da auf jeden Fall. Aber gut, wie ich schon sagte, alles Step by Step. So ist es. Wir schauen jetzt nämlich zum Fußball. Der erste FC Nürnberg, da war einiges los unter der Woche und am Wochenende. Es wurde eifrig getestet. 1:1 im Max-Morlock-Stadion gegen das Spitzenteam Arsenal London. Dann ein kleiner Dämpfer, 1:2 gegen Saarbrücken. Drittligist unter der Woche, dann noch der Media Day. Und da standen nicht nur die Männer im Mittelpunkt. Das erste Mal waren nämlich auch die Frauen mit dabei. Die Strahlkraft so nach außen ist natürlich auch ein großes Statement, dass wir jetzt auch mit den Männern zusammen eben das Mannschaftsbild shooten. Das ehrt uns sehr und es ist definitiv der richtige Schritt für den zukunftsorientierten Frauenfußball in Nürnberg und Umgebung. Die spielen erste Liga. Ich glaube, die haben ein super Jahr hinter sich.
Deswegen freuen wir uns alle, dass die Mädels aufgestiegen sind in die erste Liga. Und ja, hoffentlich, dass sie dann erfolgreich sind. Streicheleinheiten gab und gibt es in der Vorbereitung nicht. Wir haben jetzt sehr viel gearbeitet im konditionellen Bereich, viel geackert. Und deswegen müssen wir jetzt einfach noch das Feintuning finden. Ein Spieler kämpft sich nach Knieverletzung zurück. Christopher Schindler schuftet in der Reha für sein Comeback. Ich will einfach wieder zurückkommen und in dem Trikot spielen. Ich bin auf einem guten Weg, wenn man Physios, Ärzten und so weiter zuhört und glaubt, dann sind sie alle sehr zufrieden so. Für mich geht es jetzt erstmal darum, wieder Fuß zu fassen, das Knie wieder so weit in Schuss zu bringen, dass ich Vertrauen daran habe. Und jetzt einen Zeitpunkt festzulegen, ist für mich ein bisschen schwierig, weil es für mich jetzt erstmal darum geht, dass das Knie hält. Dann muss ich ins Mannschaftstraining und im Mannschaftstraining brauche ich dann auch nochmal Zeit, bis ich wirklich helfen kann. Und da will ich mir im Moment jetzt auch den Druck machen, irgendwie einen festen Zeitpunkt zu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, in richtig guten Händen zu sein und wie gesagt, auch zufrieden bin mit dem Heilungsverlauf soweit. Und die Clubfrauen starten morgen in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Erstmal das neue Team auch kennenzulernen, das neue Trainerteam auch kennenzulernen und einfach hier anzukommen und uns perfekt auf die neue Bundesliga-Saison vorzubereiten. Wir freuen uns mit dem Trikot nächstes Jahr die erste Liga rocken zu dürfen. Wir freuen uns auch riesig drauf, weil einfach so eine große Aufgabe vor uns steht, die für uns alle einfach komplettes Neuland ist. Und da ist, glaube ich, die Euphorie viel größer, als dass da irgendwas ist wegen Anstrengung oder irgendwas anderem. Ja, da ist die Freude einfach viel zu groß. Das wird das alles immer realer, ne? Also als wir dann, gut, wir sind jetzt dann aufgestiegen, dann war jetzt lange auch Sommerpause und das konnte man nicht so ganz greifen, aber jetzt, wenn man so im Team wieder zusammenkommt, ist Media Day und man ist sich darüber bewusst, dass das die Autogrammkarten und die ganzen Fotos für die erste Liga sind, tatsächlich dann wird es immer realer und vor allem die Vorfreude immer größer, dass es letztendlich dann wirklich losgeht. Auch der neue Trainer freut sich auf den Start. Liga 1 soll nicht nur Abenteuer werden. It's a really big club, a really good team. Nürnberg ist ein großer Verein und wir haben ein gutes Team beisammen. Sie haben letzte Saison Geschichte geschrieben. Aber wenn wir mit dem ersten Training beginnen, war der Aufstieg erst der Start. Und jetzt sind wir in der Bundesliga und wir wollen in der Bundesliga bleiben. Natürlich ist es ein großer Schritt, aber das Team ist bereit, sich in der Liga zu beweisen. Es wird schwer und wir haben tolle Gegner. Jetzt haben wir ja noch die komplette Saison vor uns. Wir brauchen eine gute Vorbereitung und wir glauben, dass wir trotzdem mit viel Mut spielen können. But we have a whole season ahead of us, a good preseason to get us ready. So we really believe that we can play brave also in der Frauen-Bundesliga. Ist auch toll, dass wir mit einem Heimspiel starten in der neuen Saison. Ich glaube, dass das gerade wichtig ist, weil wir letzte Saison diesen Support zu Hause in den letzten Wochen, Monate gespürt haben und gesehen haben, was es uns oder wie viel es uns bringen kann, was uns helfen kann. Da freuen wir uns jetzt auf den ersten Spieltag. Ich glaube, es ist parallel zum Derby-Wochenende. Dementsprechend hoffen wir auch, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg reinfinden werden, damit wir auch einen guten und positiven Start in die neue Bundesliga-Saison haben. So we're gonna always play. In position play, trying to keep the ball. Wir werden immer versuchen, unser Positionsspiel durchzuziehen, den Ball lange zu halten, mit Mut spielen, dynamisch im Angriff, aber vor allem auch mutig in der Defensive. So wollen der Club und die Spielerinnen auch spielen. Das sind auch meine Vorstellungen. Wir wollen den Fans im Stadion einfach viel Spaß machen, nicht mit 11 Spielerinnen im Tor stehen. Das ist definitiv nicht unser Ziel. And that's not a team that's with 11 players in the goal, so that's not our plan. Ja, noch ein kurzer Nachtrag. Personell Kwadwo Duwa steht wahrscheinlich vor einem Wechsel ins Ausland nach Bulgarien. Ludogorets Razgrad soll da der Verein sein, laut Medienberichten. Und eine Ablöse um die 3 Millionen soll im Raum stehen. Wir schauen noch kurz zur Spielvereinigung. Das Team von Trainer Alexander Zorniger ist gestern wieder aus dem Trainingslager zurückgekommen. Und jetzt soll der Feinschliff hier in Franken erfolgen.
10 Tage Trainingslager in Österreich sind für die Spielvereinigung vorbei. Das Fazit fällt positiv aus und auch der Trainer Alexander Zorniger ist zufrieden. Wir hatten gute Bedingungen, die wir ausgiebig genutzt haben. Fürth hat auch getestet. Gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich verliert die Spielvereinigung mit 2:3 und kassiert somit die erste Niederlage im 5. Testspiel. Jetzt geht es in Franken weiter. Am 22. Juli steigt dann im Sportpark Grunhof die offizielle Saisoneröffnungsfeier. Ab 12 Uhr geht es los. Für Fans und die gesamte Familie wird einiges geboten sein. Am 30. Juli geht es dann um wichtige Punkte in der Liga. Zum Auftakt kommt Paderborn nach Fürth. So, wir kümmern uns wieder um Boxen. Christian, wir haben schon gesagt, okay, Tanzen war ein Grundstein, aber wie bist du dann schlussendlich beim Boxen gelandet? Die Familie? Nee, Familie ehrlich gesagt nicht. Ich habe Kickboxen gemacht, habe mich dann am Kniebein verletzt und ich habe einen Trainer gehabt, der war total Boxtrainer, war da, sagte, Junge, willst du nicht mal anfangen boxen? Ich sage, ich weiß nicht, komm, bist sowieso verletzt, mach doch mal ein bisschen Training. Habe ich mir einen Pratze gemacht, er sagt, du schlägst sehr gut und das hat Talent. Ich habe gesagt, na gut, ich bin sowieso verletzt, dann trainiere ich halt ein bisschen Boxen. Dann habe ich 3-4 Monate Boxen trainiert oder 5. Und er sagt, willst du nicht mal einen Kampf machen? Ich sage, klar, warum nicht? Dafür trainiere ich ja, mache ich gerne. Und dann habe ich den Kampf, glaube ich, 12 Sekunden, 10 Sekunden durch K.O. und der war kein schlechter Mann. Da glaube ich, 18 Kämpfe gehabt. Ich habe einen ersten Kampf gehabt. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, wow, Junge, das Talent. Und dann habe ich, einen Kampf, zweimal alle gewonnen, 3-4 Frankenmeister. Und dann ging es schnell, irgendwie Bayerischer Meister, Sondergenehmigung, ab in die Bundesliga, da noch ein paar Kämpfe gemacht. Und dann eine richtig gute Karriere gehabt. Genau, aber schon harte Arbeit, so ist es nicht. Ne? So ist es nicht, du hast es angesprochen, Verletzung, also schon seit Start eigentlich deiner Karriere. Ja. Wie schwer ist es nicht nur immer körperlich wieder fit zurückzukommen, sondern auch mental? Das wirft einen ja schon immer weit, weit, weit zurück. Ganz genau, das ist ja beispielsweise, wenn ich jetzt meine Hand verletzt habe oder gebrochen oder Knochen aufschwimmen, du musst ja wieder mit dieser Hand zuhauen. Mhm. Jetzt hast du natürlich Angst, wenn ich zuschlage, springt es ja wieder raus in dem Sinne. Ne? Mhm. Das muss man total überwinden, weil sonst ist die Blockade, die muss raus. 2008 war, glaube ich, sehr einschneidend. Da hattest du einen sehr schweren Motorradunfall. Da musstest du alles nochmal neu lernen. Nimm uns da mal auf die Reise mit, den Weg wieder zurück ins Profigeschäft. Das war ja so, ich war dann noch Amateur, wollte ins Profilager wechseln. Ich hätte auch gute Verträge bei dem großen Boxstall bekommen. Hatte den Unfall, auf einmal heißt es, wir reden nicht mehr von Boxen, sondern du wirst nicht mehr laufen können. Mhm. Und wenn du dafür lebst und hier boxen, also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und dann von einem Arzt hörst, von einem anderen Arzt, kannst du vergessen boxen. Du wirst nie wieder laufen, vielleicht in Klammern humpeln. Mhm. Vielleicht irgendwann mal, wir werden sehen. Also dann musst du mental schon stark sein, wie schon. Ich habe niemals meinen Traum vergessen. Mhm. Ich habe immer darauf hingearbeitet. Ich interessiere mich nicht, was die Leute sagen. Ich will wieder zurück. Und dann bin ich harte Arbeit. Natürlich habe ich über mehr trainiert, als ich sollte. Mhm. Krankengymnastik fertig. In der Reha habe ich weiter. Ich habe es dann mit Gewichten noch versucht gemacht. Ja. Und dann 2010 habe ich dann meinen ersten Profikampf gemacht. Und genau. Dann hat es wieder funktioniert. Wer hat dir durch die Zeit geholfen? Familie, ganz wichtig? Familie, Freunde. Pierre Geissensetter, sehr guter Freund, stand immer zu mir. Hat mir auch sehr viel geholfen, muss ich sagen. Ja. Du bist der Experte. Wie steht es um den Boxsport in Deutschland? Viele können sich noch erinnern, also die ein bisschen erfahrener sind, ich sage jetzt nicht älter, Henry Maske, Axel Schulz, es waren so die ganz großen Zeiten vom deutschen Boxen. Wie ist es gerade so? Gibt es auch viel Nachwuchs, wo man sagen kann, perspektivisch kann da wieder was kommen oder ist es eher schlecht gerade?
Nachwuchs gibt es auf jeden Fall. Es sind gute Leute. Es ist verteilt in Deutschland. Das gibt's, also ich kenne viele, wo gut sind nach oben. Also da ist kein Problem, denke ich mal. Das Problem mehr ist jetzt, wir haben zu wenig Fernsehen, wo das ausstrahlt. Zu wenig Sponsoren, zu wenig Förderanlagen. Das ist das große Problem, finde ich hier. Wenn man dann gezielt nach vorne kommt und auch auf die Mediale, jeder kann sich ja noch an die vollen Stadien und Arenen erinnern. Ich denke, Amerika läuft noch ein bisschen anders wie jetzt in Deutschland. Aber für dich ist auch wichtig, nicht nur Profisportler, sondern auch den Breitensport. Der Kollege hat es ja bei dir selber ausprobiert und hat gegen Sandsack gehauen. Wie wichtig ist es, die Kinder auch wieder an den Sport zu gewöhnen? Es geht ja nicht darum, drauf loszuprügeln, sondern auch Disziplin zu lernen und vor allem sportlich zu sein. Das ist ja ganz wichtig. Für mich sehr wichtig, die Jugend auch von der Straße wegzukriegen. Dass sie einfach Sport machen, Sport beruhigt, Sport verbindet. Und das ist schon also damals vor 30 Jahren, 25, 30 Jahren, wo ich damals trainiert habe, gab es ja nicht so Boxschulen. Da gab es ja nur eine oder fast keine, muss man sagen. Jetzt gibt es mehr Möglichkeiten. Und jetzt habe ich die Möglichkeiten. Und das tut mir gut, tut den Kindern gut, von der Straße weg, und dass sie da einfach trainieren und dass sie ein Vorbild haben, ist auch was Schönes. Jetzt bist du das Vorbild. Gab es für dich ein Vorbild, als du klein warst? Ja, auch Roy Jones Jr. Beispiel, den habe ich auch getroffen in Amerika. Mhm. Wir haben zusammen in Las Vegas waren wir beim Kampf. War auch für mich, dass ich es mir erfüllt habe, dass ich mal getroffen habe. Super Typ, auch viel erreicht im Boxen. Genau. Also wir wollen noch ein bisschen mehr vom Boxsport lernen und schauen uns jetzt noch mal einen Beitrag an. Da war beim Training bei dir und der kommt jetzt. Ehemaliger Weltmeister, Boxprofi in den USA und 18 Siege in 20 Profikämpfen. Christian Krstacic hat eine bewegte Karriere hinter sich. Erfahrungen, die er nun weitergeben möchte. Klar, es macht mir Spaß, die Leute sind super drauf, Leuten weiterzuhelfen, wenn die weiterkommen, ist was Schönes, meine Erfahrung weiterzugeben, das Beste, was es gibt. Von diesen Erfahrungen möchte auch Ilkay Hasan Onuş profitieren. Für den Nachwuchsboxer ist die Sportart weit mehr als nur ein Ausgleich zum Alltag. Boxen spielt eine äußerst große Rolle in seinem Leben. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, ich mache das jetzt zwischen die Woche 6 bis 7 Mal. Und es ist einfach Teil meines Tagesablauf geworden. Diese Ansicht haben auch die anderen Kursteilnehmer. Für viele Athleten ist Boxen eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Auch Christian weiß um die Bedeutung des Sports. Ich kenne viele Leute, die im Privaten Probleme haben, in Arbeitsstress. Hier können sie sich ausbauen, hier finden sie wieder das Gleichgewicht. Also ich das ist sehr gut. Egal ob Leistungs- oder Freizeitsportler, ehrgeizig ist beim Boxen jeder. Die Zielsetzungen sind dennoch unterschiedlich. Es gibt ja Normalsportler, es gibt ja auch Leistungssportler. Den Leistungssportlern will ich ja weiterhelfen, den normalen Leuten denen will ich ja helfen, wieder eine normale Figur zu kriegen, den Alltagsstress wegzukriegen, Kondition, gute Figur zu kriegen und dem Leistungssportler natürlich seine Ziele zu erreichen. Leistungs- oder Freizeitebene, Boxen verbindet Menschen mit den unterschiedlichsten Zielen. Also das ist das beste Beispiel, dass Sport verbindet und man kann ja zum Profi werden, aber nicht jeder muss ja Profi werden. Christian, du hast kroatische Wurzeln. Wie wichtig ist dir die Heimat? Seid ihr auch noch heimatverbunden? Und klar. Was würdest du sagen, ist vielleicht typisch kroatisch bei dir oder typisch deutsch? Gibt's da was? Ja, Mentalität auch kroatisch, auch deutsch. Ich bin hier geboren. Mhm. Ich gehe immer hin und her. Ich habe Kroatien Familie unten, Familie hier. Ja. Funktioniert ganz gut. Ja. Und das ist doch das Wichtigste. Der Privatmensch, wie muss ich mir den vorstellen? Im Sport, denke ich mal, muss vieles passen, Körper, Geist. Als Privatmensch auch mal ruhiger, gelassen? Ganz, ganz lustig bin ich, nett, Humor. Also ganz normal wie jeder andere. Also bin ich gespannt, wenn wir jetzt unser Cornhole spielen, ob du dann immer noch lustig und humorvoll bist. Du darfst auswählen zwischen Schwarz und Weiß. Dann nehme ich Weiß. Weiß. Jeder Gast hat 4 Würfe. Bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Rechts. Dann darfst du mit links werfen. 4 Würfe. Wenn du versenkst, 3 Punkte. Aufs Brett 1 Punkt und daneben sind 0 Punkte. Dann darfst du loslegen. Ich fange an? Ja, ich spiele nicht mit, ich rede nur. Aha. Und schaue zu. Okay. Der erste Wurf. Vom wo? Darfst sitzen bleiben. Ah, vom Sitzen. Wir machen das ganz entspannt, nicht, dass das Training beeinträchtigt wird. Genau, wir schauen zu. Der Mann hat zu viel Kraft. Yeah. Das sind 0 Punkte. 1 Punkt. Ich denke, ein Treffer ist bestimmt dabei. Ah.
Ein bisschen weniger. Wir müssen unser Studio anbauen. Das müssen wir ein bisschen weiter hinten machen. 2 Punkte. Christian, du darfst unterschreiben, so heißt es, ein Autogramm. Und die Punktzahl 2. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendein... Ist egal, wohin, oder? Das ist egal. Ein schönes Autogramm. So. Dann darfst du dich wieder kurz hinsetzen, was natürlich auffällt, wenn man dich betrachtet. Sind Tattoos, wie wichtig sind dir? Ganze Welt gereist, sehr wichtig. Teil von mir. Hat jedes eine Geschichte oder bist ja, du? Ja, so gut wie. Okay, was ist dein Lieblingstattoo? Das war Hawaii. Okay, Hawaii. Aber das ist vom Boxen auch hier. Das habe ich vom Boxen. Okay. Also hier auch ganz Körper, Rücken auch. Immer Teile vom Leben, also irgendwas. Also man erzählt eine Geschichte. Womit kannst du komplett abspannen? Ich denke, die Anspannung, wenn man einen Kampf hat, die Entbehrungen, die dahin ist. Wo sagst du, da hole ich mir meine Kraft? Ich bin da gelassen. Ich versuche, ehrlich gesagt, bei meinem Kampf oder vorm Kampf gar nicht drüber nachzudenken. Spazieren gehen, gar nicht drüber, sich hinlegen, schlafen. Das muss man auch lernen. Das habe ich so gelernt. Und dann sammelt man die Kraft. Wenn du als Trainer unterwegs bist, oder würde der Trainer mit dem Sportler Christian gut auskommen oder würden die ab und zu aneinander reiben? Schwer. Also ich muss sagen, als Trainer bin ich schon streng. Streng? Ja. Das lassen wir so stehen. Ja. Aber es ist wichtig, Disziplin sehr wichtig. Lernt man da. Und ohne das kann man es wahrscheinlich nicht nach oben bringen. Genau. Also vielleicht an der Gelassenheit noch als Trainer ein bisschen arbeiten. Ja, ich muss noch an Trainer arbeiten. Bin ich auch dabei, aber es läuft gut. Aber jetzt müssen wir ja erst noch den letzten Kampf über die Bühne bringen. Christian, ich sage vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Wünsche dir alles Gute in der Vorbereitung, ohne Verletzungen. Sag uns Bescheid, wann der Kampf ist, dann schauen wir auf jeden Fall vorbei. Grüß alle Jungs aus dem Boxtraining und wir sagen für heute noch Tschüss und Servus. Es war die Toto Sportkabine. Elronic für fachgerechte Elektroinstallationen aller Art. Rund um die Energie- und Gebäudetechnik begleiten wir Ihr Bauprojekt mit Beratung, Planung und Realisierung aus einer Hand. Neubau, Modernisierung, Altbausanierung. Wir bieten energieeffiziente Lösungen auf dem aktuellsten Stand der Technik. Profitieren Sie von unserem Know-how, Spitzenqualität und bestem Service. Elronic. Kompetenz mit Tradition. Hier mitten aus der Natur kommt unser Strom her. Und der Knaller, es ist nur ein paar Minuten von unserem Zuhause weg. Du möchtest auch Strom aus deiner Region beziehen? Dann komm zu Regio Grünstrom nach Markt-Erlbach. Komm und beweg dich im Bad. Lass die Sorgen zurück. Denn das hier ist Lebenslust pur. Ein Stück von Glück. Komm und beweg dich im Bad, im besten Wasser der Zeit. Altmühltherme, für immer jung. In der Altmühltherme. Gastro ist deine Leidenschaft oder du möchtest es ganz einfach mal ausprobieren, dann bist du bei uns genau richtig. Von der Servicekraft zum Betriebsleiter. Du hast Bock auf tolle Aufstiegschancen, ein mega sympathisches Team, coole Bezahlung, Prämien und vieles mehr? Dann bewirb dich ganz einfach beim nächsten Chili's in deiner Stadt. Also vamos und bewirb dich jetzt. Sie wollen, dass die Kröten zu Ihnen kommen? Dann wird es Zeit zu werben. Mit das Örtliche. Denn bei uns führt fast jede zweite Suche nach Unternehmen zu einem Auftrag oder Kauf. Mehr Informationen finden Sie auf dasörtliche.de/werben. Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Mönchshof Naturradler mit natürlichem Zitronensaft. Eine echte Brauspezialität. Thank you.
Es herrscht Krieg in Europa. Millionen Menschen fliehen vor der Gewalt. Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe. Spenden Sie jetzt. www.aktiondeutschlandhilf.de.